Gästin, der Ballgäste und Ihnen. Im Namen der Feuerwehr bitten, dürfen wir Sie recht herzlich zur 10. Mitternachtsanlage der Wettkampfgruppe bitten begrüßen. In der nächsten halben Stunde lassen wir die Mitternachtsanlagen der letzten Jahre Revue passieren. Da wir selbst nicht mehr wussten, welche großartigen Auftritte wir hatten, mussten wir stundenlang in 10 Minuten waren wir fertig, Herr Drogo. Ja, genau. Wir haben keine großen Mühe, schon mal die Akteure der letzten Jahre auf die Bühne zu bekommen. Aber leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir die Akteure aus dem Jahr 2010, die 13 Jahre, leider nicht auf die Bühne gebracht haben. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir Ihnen einen schönen Abend bereiten können. Blicken wir nun in das Jahr 2007, als der Wahnsinn begann und einem Kameraden durch Starfriseur Carlo eine Glatze geschert wurde. Gepackt durch die Euphorie der Ballgäste wurde die Wettkampfgruppe motiviert, um jedes Jahr ein solches Spektakel bieten zu können. So wurde im darauffolgenden Jahr 2008 viele Tiere mit der charmante Edelklinge und das Rote gemacht. Dabei wurden viele unserer Kameraden als Tiere verkauft. Wie zum Beispiel unser Taschi als Double-Attack. Aber meist bekannt war natürlich der Tanz mit unserer kleinen Kirchenmaus, unserem ehemaligen Pfarrer Bernhard. Aber heute dürfen wir Sie wieder begrüßen, unsere Edith Klinger, mit lauter vielen lieben kleinen Tieren. Bitte Edith! Es freut mich ja riesig, dass ich wieder aktiv sein kann. Nun geht es darum, viele kleine und große Viecher unter die Leute zu bringen. Denn die Tiere sind ja so arm, wo sie jetzt leben. Vielleicht haben sie ja Mitleid mit dem einen oder anderen Viecher und kaufen sie für uns für ein paar Tänze und natürlich für eine Runde Schnaps für die Wettkampfgruppe in der Bar. Es ist ja so wunderschön, wenn die Tiere unter Menschen kommen, die sie gut behüten, füttern und nicht auf die Zehen treten. Na gut, fangen wir an. Bitte, bitte, bitte. Unser erstes Tierchen ist eine richtige Brillenschlange. Wenn man sie Geschäft betritt, kriecht sie aus der Werkstatt hervor und zaubert jeder Person ein Lächeln ins Gesicht. Hier ist ja schon unsere Carina. Seht selbst, wie sie strahlt. Strahl ein bisschen. Ja. Somit. Wer will dieses besondere Deal für ein paar Tänze und natürlich für eine Runde Schnaps für die Gruppe? Okay, eine Runde Schnaps. Das ist jetzt dein Schnaps. Also, wer will sie abkaufen? Fremde Gewalt? 5 Euro. 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 5 Runde Zone. 2 Runde? Okay, wer bitte 2 Runden? Die Dame hier vorne lacht. 2 Runden. 2 Runden. 2 Runden. 3. 3, Herr Kassober, nummer 3. 3 zum ersten. 4. 4 Runden zum ersten. 4 Runden zum ersten. 4 Runden zum zweiten. Und 4 Runden. 5 Runden, Herr Kassober. Ich glaube, das nehmen wir jetzt, Herr Kassober. Vielen Dank dafür. Unser zweites Tierchen des heutigen Abends ist ein richtiges Rettungshündchen. Unser zweites Tierchen ist ein richtiges Rettungshündchen. Sie frisst mit dem Notarzt
Rettungswagen durch den ganzen Bezirk und hilft Menschen, wo es nur geht. Hier ist sie auch schon, unsere Sabine. Sind Sie nicht hinter der Sabine, was? Ja, ne? Somit, wer möchte jetzt auch die Sabine? Natürlich werden wir eine Runde Schnäpse für die Wettkampfgruppe steigern. Freiwillige. Eine Runde mit dir. Ja, doch. Aber bitte, danke. Zweite Runde, weil wenn wir da 5 haben, das müssen wir schon ein wenig steigern. Ne? Doch, doch, ja. Der Ehemann sollte zweite Runde. Zweite Runde. Ja, klar, so, vielen Dank. Zweite Runde. 2 Runden Schnaps. Zum ersten. Herr Schermann, bitte 3 Runden Schnaps. Herr Schermann, vielen Dank. 3 Runden Schnaps, Herr Schermann, der Erste. Da hinten schreibt, ja? Dill, 4 Runden Schnaps. Zum Ersten. 4 Runden Schnaps zum Zweiten. 5 Runden Schnaps, der Ehemann. Sieben Runden zum Zweiten und 7 zum Dritten. Herr Zehetner, bitte kommen Sie raus. Vielen Dank. Es freut mich riesig, dass wir diese 2 netten Damen jetzt angebracht haben. Und falls Sie es noch nicht wissen, auch diese 2 Damen haben eine Partnerschaft übernommen. Nämlich die Partnerschaft für unser neues Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend, eine bezaubernde Feiertag, Ihre Edith Linde. Nach langer Überlegung brauchten wir es doch zu, vor Publikum aufzutreten. Die erste Aufführung war nicht sehr grazil, jedoch brachte es das Publikum zum Lachen. Seit diesem Tag trainieren sie Tag und Nacht für die nächste Chance, die sie heute bekommen werden. Nun begrüßen Sie mit mir das erste Bild der Staatsopernballett unter der Führung von Lukas Reishofer. Aber dich gibt's noch einmal für mich, Michi.
Wir haben es probiert, per Mail, per Telefon, wir haben sie nicht erreicht. Nicht mal WhatsApp hat funktioniert. Aber man munkelt, dass sie mit ihrer Schwebetechnik einen Höhenflug hatten. Und deshalb springen wir schnell in das Jahr 2011. Bei diesem Auftritt handelt es sich um die Schnapsidee des Golf Peter Juniors persönlich. Er dachte sich, es wäre interessant, das Publikum wissen zu lassen, wie sich die Wettkampfgruppe aufhebt. Der Kommandant Peter Wolf Senior war von dieser Idee nicht sehr begeistert. Aber unter dem Motto, wir machen es doch, haben wir die Mitternachtsanlage gestartet. Jedoch wurde das Ganze mehr zu einem sexy Musikvideo als zu einem Aufwärmtraining. Da es eine sehr kurzfristige Entscheidung war und der Kommandant natürlich nicht erfahren durfte, wurde erst 2 Tage vor dem Ball mit den Proben begonnen. Erst um Mitternacht sah der Kommandant das Ergebnis der Proben und er war natürlich nicht sehr begeistert. Uns war es wurscht. Aber die gute Stimmung des Publikums machte alles weg. Wir wünschen nun viel Spaß mit dem Aufwärmtraining der Feuerwehr-Wettkampfgruppe Bieten. Wurde unsere Bemühungen das erste Mal durch das UNA-Team bestätigt. Mit gutem Gewissen lieferten wir eine Wahnsinns-Show ab. Sehen Sie hier nun das Comeback der 3 kleinen Maxer. Jetzt kommt meine Werbung. 1. Thank you.
Zu, sondern wir auch. Angetrieben vom Oscar-Fieber boten wir einen Einblick in die Musik- und Filmgeschichte. Angefangen über die Liebesgeschichte von Titanic bis hin zum Traumschiff Surprise war alles vertreten. Sehr viele Gäste und auch das eigene Team wollten sogar einen Kuss zwischen Jack und Rose gesehen haben. Ob es heuer wieder passiert? Werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Viel Vergnügen mit der Musik- und Filmgeschichte. That is how
Im Jahr 2014 hatten wir die Wahnsinnsshow der verrückten Vögel. Erde! Erde! Es gibt Erde im Saal. Erde, und wie? Gerte! 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 Jetzt haben wir ein ganz technisches Gebrechen, glaube ich. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die schrägen Vögel aus dem Jahr 2014 aufgrund der lauten Musik leider ausgeflogen sind. Also, wechseln. Schade. Schade mal wieder. Wechseln wir also schnell in das Jahr 2015, wo uns die Wettkampfgruppe mit waghalsigen Bewegungsabläufen öfters den Atem raubte und uns zum Lachen brachte. Nun können wir einen kurzen Einblick in die Winternachtsanlage gewähren. Bitte. Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, ja? Polizist Kopf, da würde ich sein! Stopp! Komm her und geh auf die Seite! Stopp! Komm her und geh auf die Seite! Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, was würde ich dann sein? In diesem Sinne dürfen wir uns recht herzlich für den vielen Applaus der letzten Jahre bedanken und wünschen Ihnen noch schöne Stunden auf unserem Wall. Yeah.
Dankeschön, das war's.